Wenn er sie nicht erlöste, würde es erst nach 100 Jahren einer geboren, der es wieder tun könne. Ähnliches hat sich auch auf einem Berg bei Sperenberg zugetragen, wo die weiße Frau ebenfalls einen Schäfer erschienen ist und ihn vergeblich aufgefordert hat, sie zu erlösen. Ich möchte einfach so auch an verschiedenen Stellen, das möchte ich gerne drehen, möchte ich die weiße Frau, dass sie immer mal wieder erscheint irgendwo. Ein Ritter, Ahne des Antonius, bringt eine schwarze Frau mit. Der Graf findet das gar nicht gut und verflucht die Ahnen des Ritters. Der Fluch. Der Fluch. Der Fluch, ja. 1319. Eine Szene, die wir beschlossen haben, war zum Beispiel auch, dass die Zeugin jetzt, die zwei anderen Zeugen jetzt noch getötet werden, weil wir dann direkt sehen, dass die Organistin, die böse Fee, tatsächlich die Mörderin ist. Der Organistin kannst du nicht trauen, was sie sagt. Kann auch sein, dass du hoch und runter bist. Das liegt doch in der Natur der Sache. Du bist weiß. Das ist die einfachste Variante und die einfachsten sind immer die besten. Mir ist noch was eingefallen. Ja. Also. Wir beide sind ja Schwestern. Und sie hat ja Zauberkräfte. Aber wenn wir Schwestern sind, geht es ja gar nicht. Dann doch, ist ich ja auch geht. Zauberkräfte. Anton, du wolltest, du hast ja. Und dann war die Organistin vor dem Pfarrer bei den Zeuginnen und hat denen das dann eingeschärft. Ja. Dann kann es ja sein, dass sie irgendwie einen Familienstreit hatten mit Anton und dass dann die beiden die Schuld aller Anton in die Schuhe schieben wollen. Ja. Geh mit zum Friedhof. Und der Friedhof sieht einfach auch super cool aus. Ja. Brütmann. Brütmann. Also, sie ist Maria Dorothea, geboren Brütmann. Ah, das heißt, sie hat geheiratet. Diese Gras. Ja, ich hab das. Zeig mal kurz die Sand. Ja, ja. Warte mal kurz. Ja, ja, genau. G vielleicht? Und das ist ein I oder ein M? Ja, ist ein M. Das sieht aus wie ein umgedrehtes T. Also, das ist gotisch. Ich kann das nicht entziffern. Ja. Hat jemand von euch eine Schippe oder einen Spaten dabei? Ich will Knochen. Vielleicht steht da hier drauf, wer das ist. Ja, hier steht was für mich. Das ist ein starkes Motiv. Ich gucke jetzt nach Motiven. Warum tut wer was? Ja? Wir schreiben jetzt mal die Motive von jeder Figur hin. Was haben die, was wollen die eigentlich? Was will jeder? Was ist das Motiv in der Geschichte von jedem? Antonio Badinga, was will der eigentlich? Er will überleben. Ja. Gut, also ich finde das nicht schlecht. Also der Pfarrer, ihr mögt den Pfarrer nicht.
Nein, die beiden mögen die Pfarrer nicht. Organisten und Wörter. Wir hatten einen Familienstreich. Ah, aber er ist doch er gehört doch zu eurer Familie. Ja, genau. Und er deckt euch doch. Nein, du nicht. Doch, macht er doch. Und der Pfarrer hat ja einen Grund, zwielichtig zu sein, weil er zur Familie von der Zauberin gehört. Okay? In dem Moment, in dem die weiße Frau quasi befreit wird, ja, ping, als weiße Frau nicht mehr existiert, erscheint plötzlich der Pfarrer da als Geist. Weil du sie nicht befreit hast. Dann 7 Jahrhunderte verarscht.